bevor als letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt, Philipp Schrangl, FPÖ, hat sich erneut zu Wort gemeldet. Der Herr Kollege Troch hat behauptet, dass ich krude Verschwörungstheorien von mir gegeben habe. Ich berichte tatsächlich, laut Presseberichten hat der Sozialbauverbund mehr als 70 Millionen Euro beim Bank Mattersburg-Skandal verloren. Der Herr Kollege Troch hat gesagt, dass Licht, Luft und Sonne für die im Gemeindebau das neue Motto ist. Ich berichte tatsächlich, das Licht am Gang ist hin. Bei der Betriebskostenabrechnung im roten Gemeindebau bleibt dir die Luft weg und die Sonne scheint nur für die roten Genossen. Das ist keine tatsächliche Berichtigung, Herr Abgeordneter. Aber gemeldet hätte er sich dafür, Philipp Schrangl, FPÖ, mit einer tatsächlichen Berichtigung.